Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Final Fantasy 16. Ach stimmt, wir waren ja dabei, die Dings mitzunehmen, ne? Genau, wir waren dabei, die Jagddinger mitzunehmen. Ich muss erstmal wieder reinfinden, weil heute war nicht gerade guter Start in den Tag. Ich habe mir noch extra Fotos gemacht. Mal wiederfinden. Kommt ja immer was dazu. Wo seid ihr? Hinter den ganzen Thumbnails. Oh Gott, wie lange ist denn das her? So lange war das doch gar nicht her. Oder? Eigentlich nicht. Wenn man nicht das findet, was man sucht. So, nochmal. Das ist das. Wo seid ihr? Ich hätte jemanden auf Favoriten machen sollen, aber ich habe ja nicht gedacht, dass. Nö. Ah, hier. Dran vorbeigescrollt. Ich wollte gerade sagen. Wir haben, glaube ich, nach dem Königsbomber gesucht, ne? Der im Topf von San Breck ist. Wir sind hier gerade. Ups. In. Danke, dass du einfach weiter dingst. San Breck, aber ich finde den Topf nicht, ne? Ja, normalerweise steht das da eigentlich. Wo ist der Topf? Sonst muss ich echt gleich googeln. Also, es ist in letzter Zeit echt schlimm, ne? Das wird in letzter Zeit immer schlimmer, dass ich gewisse Sachen, ja, weil wenn man die nicht findet, googeln muss. Das, nee, also wirklich. Ich will ja einfach nur die Spiele spielen und nicht andauernd immer an meinem Smartphone rumhängen, um dann irgendwie Sachen zu finden. So. 16. Ich gebe mal Jagdbrettlösung ein, damit wir dann gleich alles haben. Alle Jagdaufträge, genau. Dankeschön. Nee, bitte nicht. So. Wo sind wir denn? Königsbomber. Okay, befindet sich in der nördlichen Sackgasse der kaiserlichen Jagdgründe. Der nächstgelegene Schnellreisepunkt ist beim Drachenhorst. So. Ah, da bin ich doch. Kaiserlich. Oh, wir sind mal hier in der Nähe. Dann ist das ja hier. Irgendwo. Hier. Ach, dann haben wir das noch nicht gedingst. Aber trotzdem. Trotzdem hätte man doch irgendwie da, ne? Das anzeigen können. Das ist doch irgendwie, ja. Nein. Nee, ich bin auch momentan sehr ungeduldig, weil ich leider nicht so viel Zeit habe, wie ich gerne hätte. Ist alles momentan auf einmal. Hab wieder angefangen zu arbeiten. Dadurch weniger Zeit, weil, ne, ist ja auch anstrengend. Und ja. Ne? Dann muss ich noch jede Menge vorproduzieren, weil wir ja schon vorgebucht haben den Urlaub. Ne, und ich dann ja im Urlaub nicht aufnehmen kann, weil wir ja nicht hier sind.
Und alles drum und dran. Das ist halt alles so ein bisschen viel auf einmal. So, und hier soll das sein. Und ich möchte ja auch ein bisschen Puffer haben, wenn ich dann nach der Arbeit nicht aufnehmen kann, dass ich dann trotzdem nicht irgendwie die letzte Zeit dann in Aufnahmenot komme. Ne? Und die Fortbildung will ich ja dann auch, die ich mir dann selber finanziere, dann auch noch machen. Dass ich dann, ja, endlich den Job machen kann, den ich machen möchte und nicht irgendwie immer von einem Unterbezahlten in Anführungsstrichen zum nächsten hüpfe. Obwohl es ja eigentlich nur eine Auffrischung wäre, aber naja. Wo ist es denn? Ach, bin ich doch dran drauf vorbeigelaufen. Hier geht's irgendwo rein. Ja, manche Wege sehe ich nicht gleich auf Anhieb. Ah ja, da vorne. Hier drin soll er sein. Das ist er bestimmt. Ja, das ist er. Gut, dann haben wir den schon mal. Eure Majestät, es ist mir eine Ehre. Au, ich bin noch ausgewichen. Was war das denn? Ah ja, ja, dann war eine Illusion. Dann war das ja gut, dass ich mich direkt nur auf den gestürzt habe und nicht die anderen irgendwie noch anvisiert habe. Ich meine, ich hatte es fast erwartet, Ihr aber habt ja. abgedankt. Bleibt nur noch die Asche. Eine Handvoll hätte ich. Ja. Mal sehen, ob ich noch mehr finde. Tja, die liegt doch überall rum. Die liegt hier überall rum. Das sollte reichen. Ja. Wenn Owain mehr braucht als das, kann er selbst gehen. Dankeschön, du sprichst mir aus der Seele. Gut, jetzt haben wir den Königsbomber, der Zehnschläger, der ist in Dameki. Haben wir hier noch was in der Nähe? Das erwachte Grauen, wo ist denn das? Na gut, dann gehen wir doch erstmal nach Dameki. Gucken wir mal. Ja, ich habe die Seite eh noch auf, also von daher kann ich auch hier gleich mal gucken. Nicht, dass ich mich wieder ne? Todsuche und dann. Ja. Da, der Zehnschläger. Dravos ist der nächste Schnellreisepunkt. So. Der Mekir war hier unten, ne?
ein Dravost. Da? Ich meine, es müsste ja da sein, wo wir schon gewesen sind, oder? Ja, der Mekia. Korra war hier unten. Ach, da haben wir noch keinen schnellen den haben wir noch nicht. Dravost. Aber wir kommen hier irgendwie hin. Dann nehmen wir doch am Kiefer und gehen dann da so. Weil die Felder von links haben wir ja. Von Korava. Wir haben nur nicht Dravost. Aber das ist kein Problem. Wir können ja dahin laufen. Ich weiß, ich wollte nur ein bisschen heilen eigentlich. So ein bisschen. Ach, davon ist auch noch was. Vielleicht ist das ja ein Heiltrank. Mhm. Nein, das war ein Reißzahn. Ah, die Kleinen, die können wir ja mittlerweile so schnell. Ja. Da sind wir ja richtig überlevelt. Nee, und das ist ja auch der Grund, weil ich ja momentan so viel zu tun habe, weswegen ich ja wieder die Anzahl der Projekte reduziere. Die hätte ich ja aufs Maximum hochgeböllert, weil ja so viel rausgekommen ist, aber nee. Ich habe von vornherein gesagt, dass das eventuell nicht, ja, nicht auf ewig so weitergehen kann. Weil ich halt irgendwann zeittechnisch halt, ne? Und wenn es nicht die Arbeit ist, dann sind es halt irgendwelche Leute, die hier im Haus, während ich aufnehmen könnte, sehr laut Musik hören und ich bin dann halt immer noch ein bisschen, ne, empfindlich, in Anführungsstrichen, also vom Dings her, vom Autismus her, dass ich halt nicht filtern kann und auch hier generell vom Aufnehmen, ich habe halt immer Angst, dass das halt in der Aufnahme landet und nicht, dass man das so hört, sondern dass das vom Algorithmus irgendwie wahrgenommen wird. Ich weiß ja nicht, was der alles wahrnimmt und weil ich abgelenkt. Ne? Jetzt habe ich gewechselt, ohne zu wollen. Jetzt wollte ich wieder Dings machen. Dings ist aufgetaucht. Super. Das passt immer sehr gut. Naja, auf jeden Fall, ne? Das ist immer doof, wenn man nicht aufnehmen kann, weil, ich weiß nicht mal, wie ich das nennen soll. Ne, wegen äußerlicher Umstände. Ja, deswegen mal gucken. Nee. Ein bisschen reduzieren. Wochenende bleibt dann wieder. Bis auf Diablo, weil ich das ja auch schon voraus aufgenommen habe. Wird dann wieder ein bisschen leerer. Und dann halt nur in der Woche. Ah ja. Eigentlich nicht so einfach. Ich wünschte, es wäre einfacher. Ich wünschte, mein Freund und ich wären schon zusammengezogen und ich hätte schon mein Aufnahmezimmer, dass ich meine Ruhe hätte und, ne, aber, ja. Ah, die Leute werden ja auch immer elitärer. Nee, wir nehmen niemanden, der Bürgergeld empfängt und regelmäßig das Geld vom Jobcenter bekommt und keine Gehaltsausfälle hat. Nee, den wollen wir nicht als Mieter haben. Wo kämen wir denn dahin, jemanden zu nehmen, der sich vom Jobcenter
eine Fortbildung finanzieren lassen möchte, weil er beruflich nicht mehr den Job ausüben kann, den er gelernt hat. Wo kämen wir denn da hin? Also wirklich, das geht ja gar nicht. Leuten Zeit lassen, dass sie dann sich wieder zurechtfinden. Nein. Aber naja. Und wenn Leute sagen, ja, das ist halt alltägliches Leben, für mich nicht. Für mich sind das extra schwer machende Steine im Weg. Für mich ist das nicht irgendwie so, ne? Leicht handelbar. Nee. Und ich glaube, insgeheim kommen damit weniger Leute zurecht, als sie nach außen hin zugeben und sind halt einfach nur noch nicht zerbrochen, weil sie halt neben dem Job gar nichts machen. Na, halt wirklich nur zur Arbeit gehen und dann, ja, sich den ganzen Tag nur berieseln lassen. Nicht irgendwie noch kreativ irgendwie vielleicht noch 3-4 Jobs nebenbei haben, gefühlt. Nee. Also ich bräuchte gefühlt, keine Ahnung, 5 Klone oder so, um das zu bewältigen, was ich als Einzelperson bewältige. Um halt, ja, ne? Ich glaube, ich bin fast richtig. Also entweder ist es die Ruine oder die Ruine. Ja. Ne. Aber das ist ja ein anderes Thema. Ich beneide die Vögel teilweise. Ah, die sind hier. Da ist er. Der 10-Schläger. Na, dann wollen wir nochmal. Juhu. Ich will ja auch in den Let's Plays nicht so, ne? Um dir Gesellschaft zu leisten, ne? Nur wer nichts hat, ist hier willkommen. Oh, schön, dann bin ich ja hier sehr willkommen. Immer wenn man was machen will, ne? Ich hab doch gar keine Zeit, das aufzuladen. Weil immer dann bei denen, die man braucht. Man gar nicht die Zeit für Aufladeattacken hat. Sondern dann gleich wieder R1 drücken muss. Das ist. Ehe man hier mit dem R2 drücken fertig ist. Ja, siehst du, ich musste gerade die Dings-Tasten drücken, um es auszuschalten, damit es nicht weitergeht. Und dann muss ich auch gleichzeitig R1 drücken. Ich drück doch. Ah, super. Ich liebe das, wenn das nicht auftaucht. Das Ausweichen. Ja.
Na, geht doch. Warum nicht gleich so? So. Kann ich das auch gleich wegmachen? Ah ja, die sind sogar untereinander hier. Das ist sehr schön. Wahrscheinlich ein Deserteur. Ah ja. Fast ein bisschen zu bedauern. Ah. Aber nur fast. So. Das müsste dann hier oben irgendwo sein, ne? Warte mal. Da ist Port Isolde. So, das soll hier irgendwo sein. Am Strand vom stillen Ufer. Ah, da. Da oben. Ja, gut. Nehmen wir auch mal mit, ne? Ich meine, wir müssen ja nicht nur die berüchtigten Fahnen erledigen, wir können ja auch mal so. Vielleicht kriegen wir ja was dafür. Ein paar Items oder so. Ich meine, Leveln ist ja auch nicht schädlich, ne? Wenn wir überlevelt sind, passt das schon ganz gut. Dann haben wir wenigstens später, im späteren Verlauf keine Probleme. Oh na, die armen Chocobo. Ich will keine Chocobo hauen. Wenn sie akasisch sind, wahrscheinlich leiden. Oh Mann. Da unten sind sie. Ich glaube, das sind die. Die sehen aus wie der eben. Juhu! Bin ich zu eurer Party eingeladen? Ich frage für einen Freund. Eventuell. Ja. Oh, hab ich gar nicht aufgepasst, den auszudingen. Ich
Naja. Kriegen wir ja wieder voll. Na, geht doch. Ah, ja. Oh, Level 50. Ist der nächste. Ach, da sollte ich noch ein bisschen warten, ne? Ich meine, die waren Level 38, das war ja noch gerade so unser Ding, aber Level 50, da leveln wir noch mal ein bisschen. Nie wieder Rache. Nie wieder Krieg. Dann gehen wir mal erstmal zurück. Genau. Den Königsbomber die Asche abzuliefern. Und vielleicht mal ein bisschen einzukaufen und dann können wir die Hauptquest so ein bisschen, ne, vorantreiben. Ach, das war da hinten. Also, ah ja, stimmt, das war ja bei... bei Dings. War mit im... ihrem Domizil. Und vielleicht können wir ja beim Stillen Stifter auch nochmal vorbeigucken. So. Dieses ganze Gejammer wegen ein paar dunkler Wolken? Oh, hallo Sid! Ja? Wie läuft die Jagd nach der Bomberasche? Schon erledigt. Bitteschön. Ich hoffe, das reicht. Ich werd verrückt. Und gleich so viel davon. Das reicht, um den Alembik eine halbe Ewigkeit vor sich hin blubbern zu lassen. Ah, ja. Du bist der Größte, Sid. Ich hab's ja schon immer gesagt. Also okay. Gut, dann mal rein in den Alembik damit. Gerne. Bitteschön. Unser Werk ist vollbracht. Okay. Der Telamon Alembik. Und er funktioniert genau, wie Mitt es gesagt hat. Beeindruckend. Und das von dem Mann, der einen hochexplosiven Feuerball zerhackt hat. Da fällt mir ein, ich muss dich noch belohnen. Okay. Ach, das brauchst du nicht. Schließlich nützt der Alembik dem ganzen Versteck. Hab dich nicht so. Lass mich also doch ich mal deine gern. Tasche anschauen. Die mit deinen Heilmitteln. Ich glaube, ich könnte da was zaubern. Echt? Was Gerne. Hast du denn vor? Größer machen, bitte. Bitte Nein, größer machen. Ich habe beim Testlauf mit dem Telamon Alembik eine Substanz isoliert, von der ich glaube, dass sie selbst das härteste Leder geschmeidig wie Seide macht. Ja. Eigentlich wollte ich damit alte Stiefel auf Vordermann bringen. Bisschen Geld sparen und so. Aber wenn wir davon etwas auf deine Tasche geben, dann wird sie bestimmt elastisch genug, dass ein paar Flakons mehr reinpassen. Oh ja, das wäre super. Na gut, ein Versuch ist es wert. Kleiner werden wird's ja wohl nicht. Warte einen Moment, ich bin gleich wieder da. Ju, ich warte. So viel Zeit haben wir noch. Und? Was sagst du dazu? Die Tasche wirkt zumindest flexibler. Ja, ja. Ist sie auch. Ich danke dir, schätze ich. Ja. Nein, nein. Ich danke dir okay. für deinen tatkräftigen Beitrag zur Wissenschaft. Ohne dich würden Wundermittel wie das, das ich auf deine Tasche gerieben habe, alle unentdeckt bleiben. Kurz gesagt, ich sehe großes Potenzial für mehr Zusammenarbeit. Ah ja, gut. Gerne. Na komm. Inventar vergrößert, das sehe ich gern. Das ist definitiv, vor allem aber gleich, ne, definitiv gut. Du hast jetzt einen verbesserten Trankbeutel mit mehr Platz für deine Mittel. Die Kapazität erhöht sich je nach Gegenstand wie folgt. Heiltrank 4, oh, auf 6, dann von 3 auf 4 und, oh, doch, 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 das kann sich sehen lassen. Das kann sich sehen lassen.
So, dann gehen wir zum stillen Stifter. Vielleicht kriegen wir da ja was. Wie kann ich dir heute behilflich sein? Ich möchte mal gucken. Ja. Nur für dich. Jo. Viel Glück da draußen. Dankeschön. Sid. Du hast auch was für mich? Wie geht's, wie steht's? Willst du mal gucken? Ah, das sind die Nebenquests, also die Hauptquest-Gedönse, ne? Da kommt bestimmt bald was Neues rein. Ja, ja, nee, das machen wir auch. Ah, ich wollte erstmal einkaufen. Wer weiß, ob wir hier sicher sind. Doch, einigermaßen, erstmal. Ich glaube schon, dass wir es fürs Erste hier, ne, sicherer als zumindest bei dem anderen Versteck. Ich bräuchte was. Sind hart. Deck dich ein, ja. Solang. Mach ich. So. Ich hoffe, du hast es passend. Nein, ich hab's unpassend. Du bist noch arm, mein Junge. Wieso? Ich hoffe, du hast es passend. Du machst mich noch arm, mein Junge. Mhm. Ja, hier, ne? Gut, die holen wir uns mal. Ich hoffe, du hast es passend. Nee, ich hab's unpassend. Hab ich doch eben gesagt. So, dann gehen wir erstmal hier oben nach Marthas Rast. Oh ja. Hier sieht's gar nicht gut aus. Juhu. Martha. Schön, dich zu sehen. Ja. Gleichfalls, Clive. Jill. Otto hat gesagt, dass ihr Probleme habt. Ärger mit Akasischen? Ein Riesenärger sogar. Nachdem der Himmel dunkel wurde, haben wir von ihnen Besuch bekommen. Eieiei. Es waren so viele. Sie wollten auf den Hügel. Geschafft haben es zwar nur ein paar, aber das waren schon genug. Hm. Der Rest ist immer noch dort unten. Wir haben zwar willige Kämpfer, die sie zurückhalten, aber es sind einfach zu wenige. Ja. Was denkst du bei dem Wirf? Dass wir mitkämpfen sollten. Ja, auf jeden Fall. Auf euch ist immer Verlass. Ja. Also, ich brauche euch am gefallenen Tor. Dort sind die Kämpfe am schlimmsten. Okay. Sagt dort gleich, dass ihr helfen wollt. Die Männer werden sich sicher freuen, euch zu sehen. Hoffe ich doch. Schon unterwegs. Ja, es wird immer erstmal schlimmer, ne? Glaubst du, es sind so viele, wie Martha sagt? Ja. Wenn nicht sogar mehr. Ja. Meinst du, die kommen wieder? Ja. Die Hüter, natürlich. Achso, ich dachte immer die Gegner. Ja, jetzt sind wir erstmal hier. Und räume ein bisschen auf. Clive, Verletzte. Ja, ach nein, wirklich. Und da kommen die Gegner schon. Wir kümmern uns zuerst um die Akasischen. War gleichzeitig. Da kommt er.
Mhm. Na, geh doch. Na, wie viele da noch nachkommen werden? Wir brauchen definitiv ein bisschen mehr Unterstützung. Die sehen nicht aus wie angeheuerte Söldner. Hm. Falls ihr hier stehlen wollt. Nein, ihr irrt euch, Lord Rossfield. Ah, sind ja. auf Marthas Geheiß hier. Aha. Ihr kennt meinen Namen. Vergebt mir, Milord. Bitte lasst uns alles erklären. Wir gehören zu den Hütern der Flamme. Waits Männer? Aber warum seid ihr hier? Und Tja. Wo ist Sir Wade? Er ist mit einem Spähtrupp aufgebrochen, um herauszufinden, woher die Arkasischen kommen. Oh ja. Verstehe. Das wäre natürlich super. Bringt die Verletzten zurück. Martha wird sich um sie kümmern. Wir kommen nach. Wenn man natürlich den Ursprung zerstören würde, wäre das natürlich besser als immer nur die Horden zu bekämpfen, die antanzen. Sie für Banditen zu halten, wirklich. Schöne Belohnung nach ihrem Kampf gegen die Horden. Was denn? Wann sind Wade und seine Männer eingetroffen? Kurz nach dem Fall von Rosalith. Sie haben mich gebeten, ein paar ihrer Heimatlosen aufzunehmen. Ah ja. Sie wollten gerade weiter, als sich der Himmel verfärbte. Und von da an saßen wir im selben Boot. Martha! Ärger! Der Spähtrupp ist fast am Lift! Aber die Arkasischen sind ihnen dicht auf den Fersen! Wir müssen helfen. Und sie haben Verwundete dabei! Sie schaffen es nicht! Verdammt nochmal! Wir übernehmen das, Martha. Kümmere dich um die Verletzten. Wer noch kämpfen kann, soll zum Lift kommen. Mach ich. Passt auf euch auf. Mhm. Ich hoffe, wir sind schnell genug. Meine Brüder, was? Hm. Diese Kreaturen haben in dieser Welt nichts verloren. Tja. Ich glaube, das schert die herzlich wenig. Knappe! Bring all die, die noch laufen können, mit dem Lift zu Martha! Was ist mit... Das war ein Befehl, Oscar. Sir. Sir Wade. Lord Rossfield. Was für ein willkommener Anblick. Das glaube ich gern. Martha meinte, ihr könntet Hilfe gebrauchen. Und wie es aussieht. Wir wollten uns vorbeischleichen. Wir wussten nicht, dass es so viele sind. Wie denn auch... Wo? Hinter euch! Oh. Da. Mist! Die Verletzten sind hier nicht sicher. Können wir ihnen Zeit verschaffen? Ja. Wir können es versuchen. Kämpft ihr mit uns, Sir Wade? Aber immer. Dann tun wir unsere Pflicht. Ja. Das war nicht rechtzeitig genug. Da habe ich nicht aufgepasst. Ja, das war gerade ein bisschen Pech, ne? Schnapp sie!
Hey, ich hab doch gerade links gedrückt. Natürlich. Na komm. Ich habe mich auch gerade gebimmelt, dann wäre es nämlich gut, wenn wir langsam den Part beenden könnten. Ja. Dankeschön. Nö. Jemand verletzt? Also wir nicht. Ich glaube nicht. Schon wieder habt ihr mich aus den Flammen gezogen. Ein Jammer, dass sie mich magisch anziehen. Uns auch. Ihr seid nie vor Gefahren zurückgeschreckt, Sir Wade. Ihr seid ein Schild, durch und durch. Tja. Wie ich sehe, seid ihr unversehrt. Ja. Martha. Ist was passiert? Die Späher haben Rauch über Eastpool aufsteigen sehen. Dicht und schwarz. Au. Eine zweite Horde. Mhm. Also bringen wir es zu Ende? Immer. Klar. Aber erst, Wir gehen sofort nach Eastpool. Nachdem wir den Part beendet Könnt haben. Könnt ihr euch um die Verletzten kümmern? Das schaffen wir schon. Ich folge euch, sobald ich kann. Okay. Viel Glück. Ah, Eastpool ist da. Na gut, dann nehmen wir erstmal den, ne? Fahrstuhl. Den Aufzug. Und dann beenden wir den Part. Oder beende ich den Part. So. Ja. Na komm. Einmal speichern. Das muss sein. Und dann beende ich den Part. Wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. In den Chroniken des Moss steht geschrieben, dass Valistea vom Licht der Mutterkristalle gesegnet worden war. Und jenes Licht unsere Ahnen letztlich aus der Dunkelheit führte. Doch sein Strahlen erweckte auch ein Verlangen. Ein Verlangen, das uns stets zurück in den Schatten der Kristalle lockt. Und so begann unsere Reise.